Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die News für heute sind wieder draußen. Es ist Mittwoch, Newstime und ja, es gibt wieder ein bisschen was zu zeigen, zu berichten und es gibt wieder ein neues Paket. Ja, es gab in letzter Zeit so viele Pakete, das Black Friday Paket, dann jetzt kürzlich die Weihnachtspakete und jetzt kommt das der Neujahrs-Sale, ja, das Neujahrspaket. Wird euch jetzt auch angeboten, was ihr euch kauflich erwerben könnt. Die hauen so viele Pakete raus, man könnte meinen, die arbeiten jetzt mit DHL zusammen, ja. Und das will ich euch natürlich zeigen. Dann natürlich auch die News über Neujahr. Und ja, damit fangen wir am besten gleich mal an. Wenn wir hier in die News schauen, dann sehen wir schon der Neujahrs-Sale. Es gibt das Epic-Kaufrausch-Event, Epic-Abenteuer, Epic-Gut-Glück. Also viel Epic-Glückstag ist wieder XP, Sanduhren-Event und Fest der Festung-Event ist am Start. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall gut gönnen, sag ich mal. Und was ihr auch nicht vergessen solltet, falls ihr es noch nicht habt, das Feuerpad Rocky ist am 31.12. und am 1.1. im Immernachtwald erhältlich. Also hier bei Feuer das ja, vorletzte Pad. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, ansonsten müsst ihr ein ganzes Jahr lang warten. Ne? Deswegen da auf jeden Fall Obacht. Sag ich mal so, ne? Ja, ansonsten, ja, sind hier soweit die News auch nochmal im Forum. Wahrscheinlich die letzten News, die im Forum sein werden. Danach wird es ja eingestellt. Und hierüber kommen wir jetzt nochmal zum Playa Help Shift Center oder keine Ahnung, wie das heißt hier. Und hier sehen wir auch das Paket. Es ist dasselbe wie letztes Jahr. Exakt dasselbe eigentlich und ja, da müsst ihr natürlich auch selbst wieder wissen, ob ihr euch das kaufen wollt. Es gibt einen kleinen Twist bei der Sache und zwar, also das Ganze ist natürlich erhältlich ab dem 29. Dezember bis zum 1. Januar. Da habt ihr Zeit, euch das Paket zu kaufen, natürlich wie immer über den Webshop und wenn ihr hier halt eben ja, im Webshop seid, dann wird halt eben auch das Paket ab dem 29. hier angezeigt und natürlich, falls ihr wollt, könnt ihr natürlich mich wieder sehr, sehr gerne mehr kostenfrei oder jeden anderen Supporter auch sehr gerne supporten, indem ihr hier den Creator-Code Dorza eingibt und dann werde ich am Kauf noch mit beteiligt und kriege dann noch ein kleines Stückchen Kuchen noch von der großen Torte ab. Ja, vielen lieben Dank an jeden, der das macht. Unterstützt mich auf jeden Fall in solchen Sachen wie die Giveaways, die ich für euch raushaue oder anderweitige soziale Projekte, die ich verfolge, wo wir jetzt auch ne, dieses Wochenende, nee, jetzt die drei Tage, der 27., 28., 29. sind jetzt die drei Drehtage für die Spendenaktion, die ich ja über den ja, Creator-Code finanziert habe, mit eurer Hilfe auf jeden Fall zusammen. Heute in ein paar Stunden, ein, zwei Stunden, besucht mich der Sergio und der bleibt die drei Tage hier bei mir auch zu Hause mit Freunden und der dreht dann so ein bisschen ein kleines Behind-the-Scenes für das Spendenvideo. Also es kommen auf jeden Fall zwei Videos dann auf euch zu. Da freue ich mich auf jeden Fall. Also es wird ja ein bisschen Arbeit werden, die drei Tage. Ne? Und ja, viel Content wird da auf jeden Fall rumkommen. Falls wir einen Stream schaffen, wäre cool. Ich kann es euch aber nicht garantieren, weil das Programm, die drei Tage, ist wirklich jetzt sehr vollgepackt und durchstrukturiert und deswegen ja, müssen wir mal gucken, wie es läuft. Falls ihr das Ganze natürlich ein bisschen verfolgen wollt, könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen. Dort werde ich bestimmt die ein oder andere Story mal dazu hochladen. Dazu sehr gerne unten in der Videobeschreibung mal vorbeischauen, auf den Link klicken und dann kommt ihr zu meinem Instagram-Profil und ja, da werde ich bestimmt mal die ein oder andere Story dazu posten. Ja, beim Feuerwerkspaket gibt es einen kleinen Twist und zwar ja, gibt es hier 3000 Pilze für 100 Euro. Ansonsten habt ihr ja 3600 Pilze, wenn ihr mit Aktion aufladet. Ich weiß nicht, ob es auch eine 20% Aktion jetzt über den Neujahrs-Sale gibt. Hier laut der News, es ist ein Neujahrs-Sale mit 20%. Laut der Ingame-News ist, na gut, Neujahrs-Sale, gut, könnte auch sein, dass damit die 20% Aktion plus das Paket gemeint ist. Also ja, müsst ihr mal schauen. Auf jeden Fall ist dieses Paket, falls ihr jetzt euch entscheidet, ey, ich lade jetzt hier für 20% die 100 Pilze, 100 Euro auf, dann ist halt das Ding, okay, ihr habt 3600 Pilze für 100 Euro, ne? Aber ihr könnt natürlich auch die 100 Euro in das Paket investieren, wo ihr halt 3000 Pilze bekommt plus 10.000
Lucky Coins. Und diese 10.000 Lucky Coins, wenn man die durch 10 rechnet, weil ja ein Spin sind 10 Lucky Coins, kommt ihr quasi auf einen Pilzwert von 1.000 Pilze. Also unterm Strich ist dieses Feuerwerkspaket 3.000 plus 1.000 umgerechnet in Wert an Pilze, habt ihr hier 4.000 in Wert, sag ich mal, falls ihr jemand seid, der jeden Tag auch wirklich das Glücksrad dreht und jetzt nicht irgendwie die Flimmerkiste für Lucky Coins guckt und sich da Lucky Coins erfarmt. Da ist auf jeden Fall das, denke ich mal, der bessere Deal, weil ihr halt mehr Value habt, als wenn ihr jetzt nur mit 20% hier dieses Paket aufladen tut. Ja, sag ich mal so, ne? Also, ja, hier habt ihr noch sogar ein bisschen mehr davon. Ist value-technisch schlauer, aber ich kann natürlich auch verstehen, es gab jetzt halt auch sehr viele Pakete in der Vergangenheit. Das Weihnachtspaket, Black Friday und jetzt noch das Feuerwerkspaket zum Abschluss des Jahres. Da muss man natürlich schauen, das ist natürlich sehr viel, was man investiert in kurzer Zeit, in einem kurzen Zeitabstand, ne? Aber diese ganzen Sales und die ganzen Pakete, die sind halt alle am Ende des Jahres. So über das gesamte Jahr erstrecken sich halt jetzt nicht so viele Angebote in Shakes & Fidget. Das ist mehr so gebündelt zum Ende des Jahres, muss man sagen. Weil sonst haben wir nicht sehr viele Pakete oder Sales abseits von... Ja, also Sales, 20% Aktion haben wir jeden Monat davon ab, ne? Aber diese Pakete, die haben wir halt nicht so häufig im Jahr. Ich überlege gerade, was wir da haben. Wir haben, glaube ich, so ein Sommerpaket vielleicht irgendwie. Ansonsten zu Ostern, glaube ich, vielleicht noch was. Aber ich weiß nicht, helft mir auf die Sprünge. Aber ich glaube, viel mehr ist dann nachher auch schon gar nicht mehr, was man großartig an diesen Paketen hat, die man jetzt eben zu Weihnachten, Neujahr oder Black Friday jetzt hat. Ne? Deswegen, ist es auf jeden Fall sehr viel, was man jetzt Ende des Jahres ausgeben kann, ne? Oder möchte. Aber man hat natürlich dann auch das gesamte Jahr lang dann über seine Ruhe, denke ich mal, wenn man halt eben ein bisschen Pilzsparen erspielt und wenn man jetzt nicht so krass viele Pilze ausgibt. Klar, für die Leute, die hart reinballern zum Serverstart oder so, die werden sich das so oder so holen, da ist auch ja gar nicht die Rede von. Ich spreche halt eher von den Leuten, die sich denken, okay, ich mache jetzt hier einen Low-Eco-Pilz-Char und was ist da am effektivsten für meinen Playstyle und auch am effektivsten für meine Geldbörse? Und da sage ich immer wieder, dass das Einzige oder das Effizienteste, was ihr machen könnt, ist halt eben alle 14 Tage den Greifendrachen zu kaufen oder den Drachengreif, je nachdem, was ihr halt spielt, und für 25 Pilze plus die 320 Alu jeden Tag zu spielen, also jeden Tag 11 Bier zu trinken. Das ist das Investment, was ihr tätigen solltet, um mit möglichst wenig Pilzaufwand das Maximalste rauszuholen. Ja, und dann braucht ihr nicht jeden Monat neu aufladen, dann ladet ihr einmal auf für viele Pilze und dann habt ihr wirklich sehr, sehr lange Zeit was davon, falls ihr das auch könnt. Ne? Wenn ihr viele Pilze auf dem Konto habt und nicht jemand seid, der versucht ist, oh, der Dungeon, der liegt noch, da muss ich jetzt reinpilzen, sondern ihr habt die auf dem Konto zu liegen, das stört euch nicht, ihr wisst, wofür ihr die habt, dann ist das in Ordnung. Wenn ihr die auf dem Konto zu liegen habt und jemand seid, die müssen weg, die Pilze, ne? Ich habe eine Pilzphobie, die müssen weg, dann ist natürlich kritisch, auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es natürlich immer klüger, sag ich mal, einmal viel aufzuladen, anstatt viele Male wenig aufzuladen, weil ihr halt eben durch 20% Aktion oder diese Pakete on top nochmal Pilze drauf bekommt, weil ihr halt eben von den 20% auf 100 Euro mehr investiert, bekommt als 20% auf 10 Euro als Beispiel. Ne? Und es gibt schon einen ganz großen Unterschied alleine zwischen diesem Playstyle, der komplett Low-Eco ist, 25 Pilze plus 11 Bier jeden Tag, ne, und dem Glücksrad. Weil das Glücksrad kommt dann halt on top noch dazu. Das ist aber schon deutlich, deutlich preisintensiver, wie man eben auch in der Rechnung gesehen hat. Ne? Das kostet jeden Tag 20 Pilze bzw. 19, weil der erste Dreh halt umsonst ist. Ne? Jeden Tag 19 Pilze, die ihr hier investieren müsst. Da könnt ihr euch hochrechnen, was das an Pilze kostet im Vergleich zu dem, was ihr halt eben hier an dem anderen Playstyle investiert. 25 Pilze alle 2 Wochen plus jeden Tag halt eben 10 Pilze hier für die Alu. Und das ist halt eben deutlich
effizienter für das, was ihr investiert und das, was ihr bekommt. Weil das Glücksrad, das ist eine Sache, die lohnt sich nachher später nicht mehr. Ihr braucht kein Holz mehr, ihr braucht kein Stein, kein Holz mehr, ihr braucht keine Seelen mehr. XP knallt nachher nicht mehr so krass rein auf hohem Level. Ja, Gegenstände, okay, kann man verkaufen. Das Einzige, was halt wirklich reinknallt, ist das Gold zum Gold-Event. Da kriegt ihr 75 Millionen. Deswegen, falls ihr Free-to-Play-Spieler seid, dann würde ich euch empfehlen, nicht immer blind eure Lucky Coins wegzudrehen, sobald ihr welche gestackt habt, sondern lasst eure Lucky Coins liegen und wartet, bis Gold-Event ist, weil dann bekommt ihr auch wirklich deutlich, deutlich mehr für eure Spins, als wenn ihr die außerhalb von Events irgendwie verdrehen solltet. Ne? Also deswegen, das hatte ich auch in meinen Guides mal erwähnt gehabt, da sollte man auf jeden Fall die Lucky Coins, falls ihr welche erfarmen solltet über die Flimmerkisten, solltet ihr euch die auf jeden Fall für Events aufsparen. Ne? Oder bei den Früchten genauso. Oder wenn es doppelte Kristalle gibt. Aber am meisten würde ich euch, glaube ich, das Gold empfehlen, weil das knallt wirklich gut rein nachher mit 75 Millionen, wenn ihr so das Maximale hier erreicht habt am Goldcap für das Glücksrad. Das ist schon ordentlich. Ne? Und da sollte man dann auch wirklich 20 Mal drehen. Ja, das ist auf jeden Fall so mein Hinweis. Ne? Aber da trennt sich schon die Spreu vom Weizen zwischen dem Low-Eco-Playstyle, ne? Greifendrache Alu plus noch das Glücksrad on top. Weil das ist schon deutlich, deutlich teurer und ist halt im Verhältnis nicht ganz so doll worth, sag ich mal. Klar, auf Long-Term gesehen überholt euch der Spieler natürlich deutlich. Jemand, der jeden Tag am Glücksrad dreht und jemand, der nur zu Events dreht, das ist ganz klar, damit muss man rechnen, ne? Aber für die Pilze, die er halt eben ausgibt, ist es eventuell nicht ganz so krass, beziehungsweise ist die Value halt nicht ganz so krass da nachher im Late, ne? Aber das muss jeder selbst wissen. Aber das ist schon eine ordentliche Liga, ein ordentlicher Unterschied zwischen dem Low Ego, nur Alu und Greifendrache und noch on top das Glücksrad. Das muss jeder selbst wissen, wie er es macht. Ja, das ist auf jeden Fall so meine Tipps, Tricks, Hinweise und News zum Neujahrsevent. Ne? Wie gesagt, falls ihr mich sehr gerne supporten wollt, gönnt euch den Creator-Code Dorza. Auch im nächsten Jahr geht es so weiter, wie es in diesem Jahr aufgehört hat. Und der Sergio wird gleich hier auch bei mir erscheinen, denke ich mal. Die sind jetzt gerade auf dem Weg hierher. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Werden drei coole Tage. Zwar wahrscheinlich auch anstrengend, aber freue ich mich sehr drauf. Und dann bin ich auch happy, dass ich das Ganze endlich mal über die Bühne gebracht habe, weil ich nämlich mich das ganze Jahr schon da drauf wirklich mir den Kopf zerbreche und ein bisschen aufgeregt bin, weil vor der Kamera draußen ist nochmal ein ordentlicher Unterschied zu dem, was ich hier jetzt mache. Ich sitze zu Hause vor meiner kleinen Logitech-Cam hier und quatsch zu euch. Da bin ich routiniert, aber draußen mit Kameramann und professionellem Licht und alles, ist nochmal ein anderes Niveau, ist nochmal ein anderes Level. Bin ich sehr gespannt, wie ich das hinkriege. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie hin. Aber ja, werdet ihr ja dann sehen. Ne? Leute, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.